Und herzlich willkommen, ich bin euer Mr. Venom 1974, wir sind wieder bei Ace Attorney Trilogy HD, bei Fall 4 von Trials and Tribulations, also bei dem Fall 6 Jahre, vor allem sozusagen, Debüt von mir, Debüt von Miles und Debüt von Diego. So, jetzt wollen wir mal gucken, also am Tag des, was erzählt er noch, das ist uninteressant, zu verabredete Zeit. Moment. Genau, das ist der Richter von dem Parallelfall, genau. Aber irgendwie, sie hast ja gehört, in der deutschen Fassung, also beziehungsweise in der übersetzten Fassung hier, heißt es ja, es ist für alle ein Debüt. Das wäre schon ein wenig Zufall. So, was ich jetzt habe, ich zeig euch was. Vielleicht bin ich jetzt auch doof. Aber mir fehlt der weiße Schal in dem Bild. Oder was haltet ihr davon? Weil nichtsdestotrotz, der kann ja weg sein, aber... Ich sehe schon, der Silver macht den Kaffee klar. Also... Würde ich sagen, ist das schon der erste... Gut, Widerspruch kann es ja nicht sein. Wir wissen ja nicht, was von dem Treffen bis hierhin mit dem Schal passiert ist, aber... Das Erkennungszeichen ist weg. Seitdem ich gehe, bin jetzt schon wieder irgendwo zu schnell. Ach komm. Ihr lasst mich zappeln. Ich mach das jetzt einfach mal. Komm. Ja, passt. Alte Regel, wenn sich die Musik wechselt oder sonstiges, dann ist das schon mal richtig. Zeuge! Dramatische Pause, oder was? Was ist? Haben Sie ja was zu sagen, Frau Fay? Tut mir leid, ich weiß überhaupt nicht mehr, was ich sagen wollte. Das ist das erste Mal, dass ich mit jemandem auf diese Art sprechen muss. Das hätten Sie vor Beginn der Verhandlung üben sollen. Ehrlich, Frau Fay, ich bin mir nicht sicher, ob mir das gefällt. Hey, kleine Mieze, Lust auf einen Kaffeebonbon? Bonbon? Naja, für echten Kaffee bist du noch zu jung. Natürlich. Vor allem für den bittersüßen Kaffee der 16. und 17. Tasse, ne? Ist klar, du mich auch. Ach, komm schon, Mia. Kopf hoch, du bist Anwältin. Genau, und immer ganz wichtig auf das Pult kloppen. Wer hat das bloß so übernommen? Inspektor. Jawohl. Dieses Foto. Sie sagten, daran wäre nichts Ungewöhnliches, korrekt? Ja, das habe ich gesagt. Also gut, dann werfen Sie doch bitte einmal einen Blick auf die Nachricht des Opfers. Die Nachricht? Da steht eindeutig, weißen Schal als Erkennungszeichen tragen. Der Anrufer muss vergessen haben, wie das Opfer aussah. Deswegen diese Bitte. Ich habe eine ganz einfache Frage an Sie, Inspektor. Wo ist der weiße Schal? Ich kann ihn auf dem Foto nicht finden. Nun, um ehrlich zu sein, wir haben ihn im Kofferraum nicht gefunden. Und das war's? Sie hätten weitersuchen müssen. Janova verlangte von ihr, ihn zu tragen. Also wird sie ihn doch wohl angehabt haben. Nun, Herr Edgeworth, was haben Sie denn etwas zu sagen? Die Verteidigung ist offensichtlich etwas unvorbereitet. Der Schal, nach dem Sie so verzweifelt suchen, ist das zufällig dieser? Ja. Wo haben Sie den denn gefunden? Auf der Dämmerbrücke. Ich war zuerst da und entschied mich selber etwas zu ermitteln. Warum? Warum haben Sie mir davon nichts erzählt? Ich habe mich entschieden, sämtliche Beweisstücke in meiner Tasche zu verwahren. Das ist der sicherste Ort, den ich kenne. Ach. Der Kerl hat echt einen Sinn für Dramatik. Er ist eigentlich nicht weiß, wie der Anrufer verlangt hat. Aber wie Sie sehen, reicht er für den gewünschten Zweck völlig aus. Sieht aus, als hätte er einige Zeit im Matsch gelegen. Nicht verwunderlich, es nieselte an ihm jeden Tag auf dem Berg. Staatsanwalt Edgeworth, er hat den Schal absichtlich die ganze Zeit versteckt.
würde er doch nie tun. Haha, doch nicht Edgy Boy. Das Gericht akzeptiert den Schal als Beweisstück. Wenn die Verteidigung dann damit fertig wäre, sich lächerlich zu machen, würde ich gerne mit dem Zeugen fortfahren. Sie haben doch nichts dagegen, Frau Fay. Wie gerne würde ich ihm jetzt den Schal um sein schmieriges kleines Hälschen wickeln. Sehr gut. Wenn wir dann mit unseren schmutzigen kleinen Schälchen fertig wären, würde die Anklage gern endgültig und eindeutig beweisen, dass sich Frau Hahnforn und Herr Falls an dem Tag in der Tat auf der Brücke trafen. Des Weiteren werden wir zweifelsfrei darstellen, was sich dort abspielte. Das hört sich auch vielversprechend an. Ich kann es kaum erwarten. Ah, alles läuft so, wie er will. Vergiss nicht, Mieze. Er wird nicht ganz grundlos als Genie gehandelt. Ein Genie? So, dann wollen wir mal. Teil 2. Mal gucken, was haben wir denn? Was erzählt er uns denn jetzt? Es gibt eine Augenzeugin, die während der Tat anwesend war. Schön, dass wir davon jetzt auch mal hören. Ich meine, den Gag haben wir ja immer schon. Ich meine, wir wissen, dass dieser Fall ist ja jetzt relativ kurz. Aber das ist auch so, dass das, was in dieser Serie völlig geil ist, du kriegst irgendwann aus irgendwelchen Zeugen aus, sagen, ja, da gibt's noch die Zeugin, da gibt's noch dieses Beweisstück, da gibt's noch dies. Also wenn die wirklich echt so arbeiten würden, würde ich wahrscheinlich auch alle 2 Minuten Nervensambo kriegen. Diese Foto wurde zufällig von der Zeugin aufgenommen. Es zeigt den Schal deutlich. An jedem Tag hat es genieselt. Man kann leider nur schwer erkennen, was passiert. Der Mörder hat sie von hinten zu Boden gestoßen und ihr in den Rücken gestochen. Dabei muss sie den Schal verloren haben. Okay. Wenn man sich das Foto so ansieht, merkt man erst, wie hoch die Brücke eigentlich ist. Zwischen der Brücke und dem darunter fließenden Adlerfluss liegen etwa 12 Meter. Herr Edgeworth, wer hat eigentlich das Foto eigentlich gemacht? Sagen wir einfach, es handelt sich um eine wohlmeinende dritte Person. Aha, ein potenzieller Zeuge. Und warum ist diese Person nicht anwesend? Ja, man hat mir gesagt, sie will auf keinen Fall aussagen. Die fragliche Person ist äußerst zart beseitet, euer Ehren. Und solange wir dieses Foto haben, sehe ich keinen Grund, sie zur Aussage zu überreden. Ich bin mir nicht sicher, was ich davon halten soll. Wir auch nicht. Wie Sie also sehen, hatte Terry Falls sowohl ein Motiv als auch die Gelegenheit. Ich denke, es sollte nun allen klar sein, was sich auf der Brücke abspielte. Aha, langsam verstehe ich die ganze Sache. Hä? Ja, ganz offensichtlich. Er ist eindeutig schuldig. Nicht schon wieder, das ist nicht fair. Ich habe doch noch nicht mal das Kreuzfeuer gemacht. Was soll das heißen? So, dann gucken wir mal, was hat er denn jetzt wieder falsch gemacht? Warte mal, haben wir denn irgendwas Neues gekriegt? Schal? Foto. Okay. So, wir gehen dir wieder auf den Nerv, wie immer. Wer ist dieser Augenzeuge? Sie ist Studentin. Eine Studentin? Ganz recht. Sie ist weiblich und studiert. Sie ist etwas schüchtern, deswegen sage ich für sie aus. Das mag ja sein, aber ich habe als Verteidigung das Recht, sie zu befragen. Wir sind momentan nicht auf die Äußerung der Zeugin angewiesen. Das ist alles. Was soll das denn jetzt heißen? Die Anklage verfügt über andere, eindeutigere Beweise. Unser Fall gründet sich nicht einfach nur auf den vagen Aussagen einer Studentin. Eine Studentin, ha? Das heißt, sie ist weiblich und studiert, Sir. Das klingt so falsch. Da freue ich mich auf irgendwelche Gender-Thematiken in den Kommentaren, aber gut. Um sie in den Zeugenstand zu rufen, müssen sie uns schon einen triftigen Grund liefern. Bitte erzählen Sie uns von den eindeutigen Beweisen. Das Opfer trägt auf dem Foto wirklich einen Schal. Nun gut, diese Zeugin, die da auf das Foto aufgenommen hat. Was hat sie da oben in den Bergen gemacht? Sie war anscheinend dort, um Wildblumen zu fotografieren. Auf diesem Berg gibt es viele ungewöhnliche Pflanzenarten, Frau Fay.
Die Leute aus der Gegend sagen, das liegt an den Geistern, die dort wohnen. Geister? Jetzt muss ich sagen, dieses Foto. Das schemenhafte, nebelartige Gebilde. Ist das ein Geist? Unglaublich. Nein, euer Herr, nein. Ich glaube nicht, dass das ein Geist ist. Nieseln? Ganz recht. Es regnete leicht. Es war ein komplett trüber Tag. Allerdings nicht so trüb wie die Stimmung in diesem Gerichtssaal. Gumshoe at its best. Das scheint ein tief über herüberzuziehen. Wahrscheinlich über mich, wahrscheinlich. Jedenfalls. Der springende Punkt ist, dass in dieser Gegend feucht war. Es gab auch etwas Nebel. Ich bin sogar ausgerutscht, als ich auf der Brücke war. Echt glitschig. Ist das auch ein Teil der Zeugenaussage? Natürlich. Es gab dem Opfer einen kräftigen Stoß in den Rücken und es fiel auf den Bauch. Ah. Mir ist auch sowas schon mal passiert. Das war wirklich brutal. Meint er, hat gesehen, wie jemand gestoßen wurde? Oder wurde er gestoßen? Oder heißt das, dass er selbst schon mal jemanden gestoßen hat? Seine irrsinnigen Geschichten und wie er brutal sagt? Ist er etwa Kanadier? Es macht in Deutsch überhaupt keinen Sinn. Es macht in Deutsch überhaupt keinen Sinn. Ah, das müsste ja bei uns dann heißen, weiß ich nicht, ist er denn Österreicher oder so? Ah. Ich möchte mal wissen, wie der Witz im japanischen Original ist. Da steht dann wahrscheinlich, ist er Chinese, ist er was weiß ich, irgendwie so eine Anspielung. Das macht überhaupt keinen Sinn in der deutschen Fassung. Ha. Spann dir ein fieses Grins für den Richtigen auf. Hä? Sie selbst. Armes Kleines. Die Gerichtsakte scheint sich eingenässt zu haben. Hey, pass auf, wo du deinen Kaffee verschüttest. Die Gerichtsakte, ha? Huh? Mit anderen Worten, es gab einen Kampf zwischen dem Täter und dem Opfer, ha? Huh? Das sagt zumindest die Zeugin. Naja. Sie kann sich allerdings nicht an den Schal erinnern. Aber ihrer Aussage nach zu urteilen, war es ziemlich heftiger Kampf. Die Gegend war vom Regen durchnässt. Der Regen muss also auch nass gewesen sein. Was erklären würde, warum der Schal voller Matsch war. Aber irgendwas an dieser Aussage gefällt mir immer noch nicht. Na, das nenne ich doch mal eine Überraschung. Ich hatte keine Ahnung von dem Foto. Was mache ich jetzt? Glaubst du ihm immer noch? Ich meine, unser kleinen Heulsuse hier... Natürlich tue ich das. Die kleine Mieze glaubt also an Märchen, ha? Huh? In diesem Fall ist die Antwort klar. Wenn das, was du glaubst, der Wahrheit entspricht, dann muss irgendwo in dieser Aussage ein Widerspruch versteckt sein. Ein großer Widerspruch, der auf seine Entdeckung wartet. Das ist deine Chance. So, dann wollen wir doch mal wieder. Also, es gab eine Augenzeugin, da kriegen wir höchstwahrscheinlich noch keine Info zu. So. Zeig den Schal. Quasi auch noch nicht. Von hinten. Schal verloren, das ist raten. Was haben wir denn hier? Also. In den Rücken, ist klar, das haben wir mehrfach gehört. So. Das ist das Ding von dem Fall. Das haben wir durchgekaut. Das ist das, wo sie im Auto sitzt. Das bringt uns jetzt erstmal gar nichts. Wie sieht's denn hier aus? Wie hätte er denn hier in den Rücken... Hätte er sie umgedreht und dann in den Rücken zu stechen? Die stehen sie ja beide gegenüber. Moment. Wie sieht denn das Ding überhaupt aus? Der Berg ist zu der Seite. Hä? Das heißt, sie war weiter auf der Brücke als er? Sehe ich das richtig? Da ist der Berg. Das heißt, sie war zuerst auf der Brücke und er ist dann sozusagen dahinter.
Also so ist das, ne? Das ist der Berg, das ist dies, das ist das. Oh, das Bild vom Kofferraum willst du nochmal sehen? Okay, zeige ich dir. Fehlt ihr ein Knopf? Moment. Ach so, du meinst die Klamotten? Warte mal, warte mal, warte mal, warte mal, warte mal, warte mal. Meinst du, die Klamotten stimmen nicht oder was? Okay, ich hätte jetzt die Position eigentlich erstmal gedacht, aber... Du könntest recht haben. Moment! Ganz doof. Pass auf. Die ist doch für den Sturz viel zu sauber, oder? Ich meine, die ist doch in Anführungszeichen im wahrsten Sinne des Wortes. Die müsste doch genauso aussehen wie der Schal, oder nicht? Also die Klamotte war ein richtig guter Hinweis. Da wäre ich wahrscheinlich jetzt gar nicht auf Anhieb drauf gekommen. Aber die ist doch zu sauber dafür. Nochmal das Brückenfoto. Hier. Also ich meine, mag sein, dass sind andere Klamotten und dass es vielleicht auch eine andere Person ist. Das halten wir mal im Hinterkopf. Aber nichtsdestotrotz, wenn die da runtergefallen ist oder angeblich runtergefallen ist, der Gürtel sitzt anders, okay? Ja, dann kann es auch schon wieder eine andere Person sein. Aber nichtsdestotrotz, jetzt erstmal für uns, für den Fall, der hat die ja abgemurkst und dann ist sie runtergefallen. Oder nicht? Ach Quatsch, runtergefallen, Blödsinn, brauchen wir... Nee, Moment, runtergefallen, weil... Fakt ist aber, sie standen im Regen. Oder bin ich jetzt total bescheuert? Falls jetzt mein Lieblingszuschauer das sieht, ja, ich bin total bescheuert. Also das ist für mich zu sauber, wenn man im Regen war. Selbst wenn es ein Regenmantel war. Der Gürtel sitzt anders, okay. Ja gut, immerhin hat sie ja auch hier angeblich ein Messer im Rücken. Also, ne? Joa, was sagt ihr denn? Also auf jeden Fall sind wir uns einig, irgendwas ist mit den Klamotten. Genau, wenn er sie zu Boden gestoßen hat, muss das ja irgendwie verdreckt sein. Nee, bin ich nicht, danke. Hast du gut erkannt? Alles klar. Also wir gehen davon aus, er hat sie zu Boden gestoßen. Dadurch vermuten wir, dass die Klamotten dreckig gewesen sind. Ich halte das, was Isabella hat, halte ich aber im Hintergrund, weil es ist nicht ausgeschlossen, dass das eine andere Person war. Wir kennen ja dieses Spiel. Okay, wir sagen jetzt erstmal, guter Mann. Wir sagen erstmal, was ist denn mit den Klamotten? Zur Tatzeit nieselte es also leicht, richtig? Ja, und neblig war es auch. Generell eine sehr hohe Luftfeuchtigkeit. Nun, ich verfüge über Beweise, die nicht zu einer hohen Luftfeuchtigkeit passen. Aber dies ist ein Foto, das im Kofferraum gefundene Leiche zeigt. Bedenkt man die Umstände am Tatort des Verbrechens, dann stimmt etwas nicht. Nun gut, dann erklären Sie uns doch bitte, was nicht stimmt. Was an diesem Foto steht im Widerspruch zu den jeden Tag herrschenden Umständen? Die Klamotten. Die Antwort liegt natürlich genau hier. Der Mantel des Opfers? Soweit ich sehen kann, gibt es daran nichts Ungewöhnliches. Und genau das ist seltsam. Denken Sie an die Aussage. Wie waren die Umstände an jedem Tag auf der Brücke? Es war neblig und nieselte. Die Dämmerbrücke war komplett durchnässt. Wenn das Opfer wirklich mit dem Bauch auf die Brücke gefallen wäre, dann hätte die Vorderseite ihres Mantels mit Matsch bedeckt sein müssen. Das ist richtig. Ich bin auf der Straße in den Matsch gefallen und schon war mein Play of Bart hinüber.
mein Playoff-Bart? Was ist das dann? Zugegeben, man sieht den Tag recht feucht am Tatort. Allerdings heißt das nicht, dass die Brücke selbst auch voller Matsch war. Wären euer Ehren statt auf einer matschigen Straße in einer Dusche hingefallen, wäre der gloriose Hockeybart stolz der Richterliga nass statt matschig gewesen. Ach so, der ist Eishockeyspieler. Jetzt verstehe ich langsam den Gag mit Kanada. Ach, dann ist das in der englischen Fassung ein kanadischer Richter. Aha, also, okay. Ja, macht in der deutschen Übersetzung keinen Sinn. Okay, aber jetzt verstehe ich den Gag. Okay, weil Eishockey wird ja meistens, ne, ihr wisst ja, Kanada, ne? Glücklicherweise habe ich das noch nie ausprobiert. Aber trotzdem, guter Punkt. Können Sie beweisen, dass es auf der Brücke an jedem Tag matschig war? Auf der Brücke? Hä? Ha! Ein echter Mann würde vor so einer Herausforderung nicht zurückschreuen. Eine echte Frau genauso wenig. Natürlich kann ich das. Hier ist der Beweis dafür, dass es auf der Brücke matschig war. Ja, der Schal. Logisch. Der Beweis ist dieser Schal. Ah! Es ist ganz eindeutig. Wenn der Schal auf die Brücke fiel und dabei so dreckig wurde, heißt das, dass die Brücke offensichtlich voller Matsch gewesen sein muss. Nein. So eine blutige Anfänge darf mich nicht besiegen. Haha, mach dich auf was gefasst, Kumpel. Für mich hört sich Frau Feis Nachfrage äußerst plausibel an. Ich gebe zu, es macht den Anschein, dass es einen Widerspruch zwischen dem Zustand des Mantels des Opfers und ihrem Schal gibt. Nichtsdestotrotz, die eigentliche Frage ist doch, warum es den Widerspruch gibt. Hä? Für jeden Widerspruch gibt es eine Erklärung. Sehen wir uns einmal an, was für Erklärungsmöglichkeiten wir in diesem Fall haben, ja? Okay. Nicht, dass er mir irgendeine Wahl ließe. Ha. Du machst das sehr gut. Für eine kleine Mieze. Diego. Egal, was er sagt, einem Widerspruch liegt immer eine Lüge zugrunde. Und die liegt entweder darin, dass das Opfer im Kofferraum gefunden wurde, dass das Zeugenfoto des Angeklagten des Opfers zeigt, oder die Zeugenaussage, der zufolge sie die Tat gesehen hat, ist falsch. Entspann dich einfach und denk darüber nach. Ist doch ganz einfach, oder? Der falsche Beweis findet sich unter diesen dreien. Was sie da eben gesagt haben. Ich bin mir nicht sicher, ob mir das gefällt. Das war ich nicht, euer Ehren. Das war der Kaffee-Junkie hier. Das Akzeptieren falscher Beweise gehört nicht zu den Gewohnheiten des Gerichts. Das ist seine Schuld, euer Ehren. Er hat versucht, falsche Beweise anzubringen. Oh, die beiden mögen sich auch richtig. Ich merk schon. Oh. Oh. Diego mag Miles auch ganz besonders. Ich merk das schon. Haben wir auch schon Freunde. Ist eine geile... Man muss ganz ehrlich sagen, nicht nur, dass der Fall relativ cool ist, ist auch eine geile Konstellation der Person. Aber das lassen wir nicht zu. Wir werden seine billigen Lügen aufdecken. Ja. Bei dem falschen Beweis handelt es sich um... Also, die Leiche im Kofferraum halte ich für echt. Weil das ist ein Polizeifoto. Das Zeugenfoto... Das Zeugenfoto kann manipuliert sein, klar, weil wir wissen ja nicht, wo wir da rangekommen sind. Also bleibt nur Zeugenfoto oder Zeugenaussage. Das Zeugenfoto sagt... Moment, wir machen es mal wieder anders. Das Zeugenfoto sagt... Beide sind auf der Brücke gewesen. Das stimmt. Wenn wir davon ausgehen, das stimmt, dann ist die Zeugenaussage falsch, weil sonst wäre der Mantel dreckig. Vielleicht rede ich mich gerade um Kopf und Kragen. Das mache ich ja gerne, aber... Genau, ihr sagt auch die Zeugenaussage, dann machen wir das auch. Genau. Kann auch sein, dass ich mich vollkommen vertue, aber die Leiche... Ist ein Polizeifoto, unwahrscheinlich. Das Zeugenfoto sagt ja auch nichts anderes. Die waren auf der Brücke. Das Einzige ist,
Vielleicht eine andere Person auf der Brücke und die Position der beiden auf der Brücke falsch, aber nichtsdestotrotz, sie waren auf der Brücke. Da sind wir uns ja einig. Also, Aussage. Das ist ein Selbstläufer. Die Zeugin ist ganz offensichtlich verdächtig. Bei seiner Aussage hob der Inspektor eine äußerst wichtige Tatsache hervor. Der Mörder hat sie von hinten zu Boden gestoßen und ihr in den Rücken gestochen. Gibt diese Aussage exakt das wieder, was die Zeugin behauptet, gesehen zu haben? Ja, das ist, was die Zeugin uns gesagt hat. Diese Aussage ist ein einziger Flickenteppich. Immerhin ist der Mantel nicht das kleinste bisschen schmutzig. Das ist wahr. Ha. Das ist nicht nur wahr, das ist die Wahrheit. Wenn es in diesem Fall einen wirklich entscheidenden Zeugen gäbe, bin ich sicher, unser Wunderkind hätte ihn ohne zu zögern präsentiert. Euer Ehren, die Verteidigung bittet darum, die Augenzeugen ins Kreuzfeuer nehmen zu dürfen. Die bisherigen Zeugenaussagen sind nicht nur vage, sondern auch voller Widersprüche. Nun, Herr Edgeworth. Scheint, als müssten wir Ihre geheimnisvolle Zeugin doch noch hören. Machen Sie sich gefasst. Ihr könnt euch denken, warum er da keinen Bock drauf hat. Ihr werdet das gleich sehen. Das weiß ich noch. Auf die ungeschminkte Wahrheit. Euer Herr, die Anklage hat nicht vor, die Zeugin dem Gericht vorzuenthalten. Wir sind jederzeit bereit, unsere Zeugin zu präsentieren. Sehr gut. Dann präsentieren Sie Ihre Zeugin doch bitte jetzt. Was Herr Edgeworth gerade gesagt hat, macht mir Sorgen. Was meint er damit, die ungeschminkte Wahrheit? Nun, lassen wir uns mit der Zeugenaussage vorfahren. Herr Edgeworth, bitte fahren Sie fort. Danke, Euer Herr. Die Anklage ruft, und hier sitze ich im Cut. Jetzt wird's nämlich spannend.